Australian Day und ja, lass mich einfach mal überraschen. Hab vorher auf eine kleine Seite geguckt, ja, mal sehen, was hier alles so abgeht. Im Hintergrund hört ihr es bestimmt schon, da ist ein Marineschiff oder eher Kriegsschiff oder so. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit sowas nicht aus. Auf jeden Fall ist hier jetzt ziemlich abgefahren was und die singen da gerade drauf. Ich würde sagen, gehen wir die Tour einfach mal. Das Government House in Sydney hat durch seine Abhörschutzfunktion mein Handy gegrillt. Deswegen kam kein Ton mehr raus. Was machen wir da jetzt? Ich glaube, ich synchronisiere das einfach mal neu. Hallo, meine Freunde, willkommen zu meinem Vlog. Da hinten seht ihr schon Takeshis Castle. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Man muss seine Mütze abnehmen, aber das mache ich nicht. Ich bin einfach mal Gangster und gehe mit Mütze rein. Tschüss. Yo, ich bin's wieder, meine Freunde, und ich bin immer noch bei Australia Day in Sydney. Und ihr wisst ja, ich habe gerade meine Kopfhörer geschrottet und dachte mir, da gehe ich jetzt einfach mal zum Apple Store ganz spontan, weil die haben ja immer auf, jeden Tag, 24 Stunden die Woche, 7 Tage die Woche und ja, mit cool Effekt. Oh cool, bin ich jetzt im Fernsehen? Nein, bist nicht. Tschüss. When I'm down, just with you, Garten und habe jetzt mal eine kleine Rast gemacht, von dem ganzen Hin- und Hergelaufe durch die verschiedenen Stadtteile von Sydney. Denn die haben in Sydney in jeden Stadt, also nicht jeden Stadtteil, aber halt so rund um das Zentrum, haben die so ein paar kleine Attraktionen gemacht, aber halt über den ganzen Tag. Und ich bin ein bisschen später hierher gekommen, weil die schon früh, ziemlich früh angefangen haben mit Aborigine zum Beispiel. Die haben da Tanz vorgeführt und gesungen. Das war ziemlich cool. Dann gab es heute schon das Bootrennen und das Segelbootrennen. Und das Segelbootrennen, das habe ich tatsächlich von der Fähre aus gesehen, weil ich von Manly mit der Fähre nach Sydney gefahren bin. Bin dann erstmal zum Opera-Haus gedackelt, weil da gesungen wurde, bis ich dann gemerkt habe, dass auf diesem Kriegsschiff gesungen wurde. Da ist ein riesen Leinwand gewesen und ich weiß nicht genau, ob die da drauf standen, ich glaube schon. Aber von der Seite her hat man halt nur die Leinwand gesehen. War auf jeden Fall sehr cool anzusehen, so ein riesen Kriegsschiff da direkt am Hafen zu haben. Weil normalerweise stehen die immer, wenn man mit der Fähre nach Manly fährt, stehen die immer ziemlich an der Seite, ein bisschen außerhalb von der Wharf. Bin ich dann Apple Store gegangen in Sydney und habe da nach den Kopfhörern gesucht und
Hab die nicht gefunden, hab dann aber dafür das neue MacBook Pro ein bisschen unter die Lupe genommen. Und ich muss sagen, mit dieser Touchbar und so, das ist schon echt eine coole Sache. Aber ich frage mich dann wiederum, braucht man das unbedingt? Ist es wirklich effizienter, damit zu arbeiten? Weil ich muss sagen, ich bin mit meinem MacBook Air 2011er Modell immer noch sehr zufrieden. Es pfeift zwar aus allen Löchern, wenn ich bei Final Cut mal Projekte wie zum Beispiel mein Assassin's Creed Musikvideo erstelle, kreiere, editiere, dann ist schon echt hart an der Grenze. Also ich muss auch alles ausstellen, alle Programme im Hintergrund und am besten Internet ausmachen, dass ich mich wirklich nur darauf konzentrieren kann. Dann funktioniert es, aber es läuft auch echt heiß mittlerweile. Deswegen muss ich mir wohl über übel mich langsam mal nach einem neuen umsehen. Weil es kann ja jederzeit passieren, dass es dann doch sagt, okay, du hast mich jetzt 6, 7 Jahre gehabt, jetzt ist langsam mal gut, noch funktioniert es. Super. Die haben hier und da haben die Bühnen aufgestellt, wo ziemlich coole Künstler auf jeden Fall sind. Dann gab es auf der Karte gab's verschiedene Tiere. Kam mir vor wie der chinesische Kalender oder so mit den Tieren. We are now traveling backwards through time. Back past the year 2000 when the Olympics was good. In the 90s. The 80s. The 70s, we're gonna dance and sing and party the whole way back. Half an hour to the fireworks. Tonight, we're gonna begin in 1954. 1, 2, 3, clap, hold and clap, rock. 5, 6, 7, 8, clap, rock. Komme. Das hier ist meine vorzeitige Brieftasche. Funktioniert bis jetzt eigentlich ganz gut. Mal gucken, wie lange noch. Das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Spaß gemacht. Für mich geht es jetzt erstmal nach Hause, und zwar wieder die wunderschöne Ferryfahrt von Sydney nach Manly, die ihr jetzt gleich wieder begutachten könnt. Und zwar in meinem ersten Vlog. Ciao.